Heute gibt es von mir kein reguläres Intro, sondern gibt es einfach nur mal ganz kurz hier diese Tastatur zum Vorstellen. Die ist von Intertech. Das ist, wie man hier sieht, eine ganz standard normale Tastatur für Office und Co. Das ist die KB101. Da werden wir jetzt einfach mal gucken, ob wir auf der Rückseite irgendwelche Features finden. Und tatsächlich haben wir hier ein bisschen was. Wir haben eine Full-Size-Tastatur mit 105 Keys, Siebdruckbeschriftung, Kabellänge 150 cm. Die Tastatur an sich wiegt 500 Gramm und hier ist nochmal die Größe dazu. Die Maus ist halt auch nichts wirklich Besonderes. Wir haben einen optischen Sensor, 800, 1200 und 1600 dB, auch eine Kabellänge von 145 cm und Gewicht von 100 Gramm. Das ist, wenn ich ehrlich bin, für so ein Office-Set mehr als ausreichend. Dafür kostet das Teil auch nicht wirklich viel Geld. Müssten, glaube ich, so irgendwas mit die 10, 12, 13 Euro sein. Ich weiß es aber nicht ganz genau, weil das relativ frisch auf dem Markt ist. Dann würde ich sagen, holen wir das jetzt einfach mal raus und gucken uns die Verarbeitungsqualität an. Ein kleines Handbuch ist auch dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal löblich, auch bei so einem niedrigen Preis. Und hier haben wir das gute Stück auch schon und da muss ich wirklich sagen, merkt man direkt die Verarbeitungsqualität. Also dafür, dass es auch so eine relativ günstige Tastatur ist, fühlt sich das trotzdem hier vom Druckpunkt schon mal sehr gut an. Auch generell hier muss ich schon wirklich zugestehen, alleine schon, dass sie das hier so ein bisschen gemacht haben für den Handballen quasi, dass man das so drauflegen kann hier auf die Hand, also quasi die Fläche. Da muss ich schon wirklich gestehen, ist es schon richtig gut. Also da habe ich schon wesentlich schlimmere Sachen gesehen, wenn ich ehrlich bin, für so Preissegmente und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, es ist eine Office-Tastatur, man sieht es hier verarbeitungsmäßig. Gucken wir auch nochmal auf der Rückseite hier, da haben wir noch die Standfüße, hier unten haben wir noch die Gummis, dass das nicht ganz so rutscht. Und ja, macht auf jeden Fall einiges her für den Preis, mehr als ausreichend. Und da muss auf jeden Fall mal irgendwie eine Einsparung gewesen sein für irgendwas. Ich gehe mal davon aus, vielleicht eigentlich für Batterie oder so irgendwie. Eventuell für eine drahtlose Tastatur oder whatever. Ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall sieht man es hier noch. Es ist auch witzig. Oh ja, Leute, diese Maus, die ist auf jeden Fall druckmäßig sehr gut. Also das gefällt mir sehr gut. Auch vom Klicken her sind nicht wirklich so extrem laut. Ist sehr angenehm, auch für die Hand von mir zum Beispiel. Ich habe keine große Hand. Man sieht es hier, passt es perfekt. Auch wenn die Hand relativ nicht ganz aufliegt. Wenn ich sie jetzt ganz auflegen würde, dann würde es wieder ein bisschen anders da aussehen. Auch von hier unten zum Beispiel, ja, der Fokus, ja genau, sieht es schon gut aus. Wir haben hier den Sensor, wie gesagt, hier drin. Das macht auf jeden Fall Laune. Wie gesagt, kabelmäßig ist es auf jeden Fall auch richtig stabil gemacht. Aber das erinnert mich halt einfach noch früher an die ganz alten Schulmäuse, wenn ich ehrlich bin. Aber mein Gott, was will man halt mehr erwarten, ja? Also, es ist ein günstiges Set, verarbeitungsmäßig und so weiter und so fort. Also, es ist halt einfach gut, ja, für den Preis kann man nicht anders sagen. Und wenn man zum Beispiel was braucht für zum Arbeiten, würde ich fast behaupten, ist das mehr als ausreichend hier. Also kann man definitiv sagen, zu meinem Fazit hier, wir haben ein sehr günstiges Maustastaturset, was den Anforderungen zum Beispiel für Office und Co. oder generell, wenn man ein bisschen surfen möchte zu Hause oder zum Beispiel für Oma, Opa oder generell eigentlich für jeden, wenn man sowas brauchen sollte, kann man sich sowas auf jeden Fall mal gönnen. Kann ich definitiv empfehlen hier. Sieht gut aus, funktioniert so wie es soll. In dem Sinne würde ich sagen, lasst gern Like dafür den Algorithmus. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Set hier haltet. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr mich nicht mehr verpasst.